Der Tag des Zorns von Markus Amreich ist eine Betrachtung der Kunst, in dem ein Musiker kritisiert, dass er Werke wie eine Maschine reproduziert. Technilogos, ein gesichtsloser Mann, sitzt an einem Flügel und spielt das Dies Irae von Wolfgang Amadeus Mozart. Sein Klavierspiel ist zwar technisch perfekt, jedoch stumpf, steril und leer. Ein unbekannter Mann geht plötzlich zu Technilogos und unterbindet dessen Spiel, wonach sich dieser in einem Gerichtssaal wiederfindet. Es stellt sich heraus, dass der unbekannte Mann der Zorn ist. Er ist der Staatsanwalt und führt die Anklage, wonach Technilogos beschuldigt wird, den wahren Sinn der Musik vergessen zu haben. Das sage ich dir! In der Musik hast du vergessen, die wahre Aufgabe zu ermessen! Nacheinander melden sich die Schöffenrichter zu Wort, geben aber keine sinnvolle Rückmeldung, sondern machen sich nur Gedanken um sich selbst. Als die Situation bereits aussichtslos erscheint, betritt Giloga, die Erde, den Gerichtssaal und nimmt ihren Mandanten mit dem Song I Got a Right to Sing a Blues in Schutz. Sie kann den Zorn besänftigen und bewirkt einen Freispruch. Technilogos befindet sich nun wieder im Konzertsaal und gibt Dies Irae nun mit Ausdruck zum Besten.